Und zack. Es war mir auch nicht sehr hilfreich, dass einfach das gelbe Raster von der Wand weg ist. Ja, ich habe keinen Cobblestone Muss mehr. es einfach. Ja, Grafik. So. Lalalala. Ich glaube, ich baue mal 10.000 Blöcke und dann mache ich wieder was anderes. Dann baue ich wieder 10.000, dann mache ich wieder was anderes. Sonst wird das schon ein bisschen arg fad. Für alle Anwesenden hier. So, warte mal. Insert. Ich würde nämlich tatsächlich gern für Entschuldigung, für das Dorf hier Thaumcraft beherrschen. Bitte, Bosscraft? Thaumcraft. Und dann Ist könnte ich das? damit eigentlich anfangen, eine Mod mit Magie und so. Oh. Oh. Yep. Ich glaube, ein Thaumonomikon habe ich schon gebastelt. Strict Dann always is so. versuchen wir Thaumcraft zu lernen in der heutigen Aufnahmesession. Kein Cobblestone mehr, das heißt, es ist jetzt die letzte Cobblestone-Fuhre. Und dann machen wir was anderes. Jetzt habe ich dann noch 100. Keine Energie mehr. Keine Energie. Ah, komm schon. Eine noch. Danke. 189k habe ich jetzt nur noch. Rum geht, ach so, Energie. Aber immer erst schimpfen, weißt. So, du und das wärst. Du hast eh Energie, bei dir ist es wurscht, aber du brauchst gar nicht. Hast du jetzt, ja. Ich muss gleich kurz in mein schlaues Buch gucken. Ich habe mein schlaues Buch, mein Terminkalender. Hoppala, hoppala. Ja, Hexe, Mopper weiter da irgendwo. Danke. Ich habe gestern schon wieder Eco vergessen. Okay. G. Funktionierst du mal? Yes. Ich hab da gerade an Obsidian gesehen. Yes. Okay. Piu. Ich habe gerade ein Skelett in Highspeed getötet. Ich habe hier irgendwo auch eine Hexe gehört, aber die ist irgendwie futsch. So, out of Cobblestone, wir müssen schlafen. Ach, es ist schon wieder. Hi, oh, es ist schon wieder Schnell! Ich werde angegriffen. Jo, Aua. ich zoom, Oh. ich zoom. Es tut mir leid, ich zoom, ich zoom. Die Megatorch bringt genau gar nichts. Mach mehr. Nein. So, jetzt lege ich wieder. Ja. Gut.
Weil da steht nämlich auch ein Creeper irgendwo. Okay, mit Tab macht man bei Minecraft nichts. J brauche ich. Mann. Okay. Halt. Brauche nochmal Überprüfung, ob mein Chunkloader geloadet hat. Ja. Der Ton von dir war gerade interessant. Welcher? Denn dein Rachenhäus oder irgendwas gerade gemacht hat. Hast du gerade kurz was getrunken? Ist genau gerade so. Das war mein. Jo. Nein, du warst nur so. Nee. Jo. Nein. Jo. Nein. Ja. Vielleicht muss auch einfach irgendwas anderes. Okay. V-Monomikon wollte ich. Da. Mein V-Momiter. So, das Ding kriegt Wasser. Das Ding kriegt Energie, das Ding kriegt Haus. Na ja, also gut. Okay, dann ist Digger Lightning, heute Transform, Metal Allergy, das ist ja. Dann gehen wir mal als Silver Brain Sand und Nocto oder nicht, das ist ein Mystical Crucible. Ein Crucible brauche ich jetzt, okay. Crucible. Warum kann ich den nicht? Hä? Nicht blöd. Sammelt das Ding noch die Seeds auf, schon, oder? Was? Ja, macht's. Also die Enderlilie ist halt in dem Fall. Ja. Dann warte mir kurz, bis die ersten gefarmt werden. Alles wieder. Ach so, ich bin ja auch doof. Ich muss ja hier hin. Nee, geht doch nicht. Okay. Wood Table. Aber eine Workbench habe ich doch schon. Egal. Ist ja wurscht. Wood Table. So. Vielleicht kann ich ihn auch hier machen. Ja. Okay. Alles klar. Und jetzt brauche ich noch Scribing Tools. Scribing Tools. Ich habe so eine Flasche nicht. Jetzt habe ich welche. So hammermäßig motiviert. So, jetzt habe ich das. Und mal jetzt damit. Research Table. Hä? Okay, warte. Research Table. Research Table. Kann man nicht machen. Fuck you. Warte. Christian, warte. Ich warte gerade wirklich. Ich warte auf die Enderlilie, dass endlich eine Box, dass ich hier ob es funktioniert. Hab. Lieg ruhig. Ich habe einen Research Table. Complete. Okay. Now that I have a workspace, I should start performing some research. Okay, now formulate theories and how to manipulate magic to my own ends. First, I should make sure the table has plenty of paper and I have ample ink. Okay, I'm scribing tools. I can now choose to start researching the theory. At the top of the page, I will see how much inspiration is available to me for this round of research. When I do, a stack of papers will appear. On the left, if I select them,
I will be given a choice of two research paths I can follow. Each route will state what knowledge it will grant me, divided between one or more research categories. Some of the choices will require items. Items marked with a golden exclamation mark will be consumed if the card is chosen. Normally I will only be able to pursue research categories that I've unlocked. Though I'm sure I might occasionally be able to discover completely new avenues of research. I can keep drawing to further my knowledge. I should note, however, that each choice I make will cost some of my inspiration. Once I run out of the research, I will be completed. The amount of additional inspiration available to me will increase as my knowledge of magic increases. My progress in research categories is shown as a percentage. 100% completion represents one fully theory. Getting less than 100% in a category still counts, however, and will be added to your core knowledge once you complete your research. It is possible to get more than 100% in a category. Only the highest category will get the full bonus, however, all others will lose 33% of the total. Wir seiten okay, zwei noch. Now the research is a bit scattershot. I can direct my research with the use of research aids. If I use 13 nearby blocks, items, and curios during the research process, it will allow me to focus my research in a certain direction. For example, having access to a bookshelf will give me reference materials that I can use during the research process. These come in the form of limited special draws that have a higher chance of occurring than normal draws. These will have a differentiate them from normal draws. For example, the bookshelf grants the balanced research option and two chances at a notion research option that can only be gained when you use the bookshelf. When you start your initial research, you can choose which research aids to use, but it should be noted that each aid you use reduces your initial inspiration by one. There are potentially a lot of things that could be used as research aids. I should experiment. Ah, ich weiß, warum ich das nie gemacht habe. Okay. Das war eine wunderschöne gute Nachtgeschichte. Danke ja. Dafür. Bitteschön. Great theory. You take some time to properly calibrate your instrument and tools. Scan 15 artifacts and... Alter, sie können es auch noch kleiner schreiben. A bonus draw. You carefully examine and take apart some basic components in the hopes of finding new ways to assemble them into more complex creations. Okay. Some device to find new ways. Okay, wait. Exit bitte. Doch nicht. Underrated eye is not vital to your core research. And it's the artifact. Kann jetzt bitte irgendein Ender Lily ganz wachsen? Ich will nur wissen, ob es funktioniert. Okay, ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber keine Ahnung. Okay. Hey, I have noticed the link between the phases of the moon and the speed at which the aura replenished itself. I should investigate this phenomenon further and even expand my investigation to see if other heavenly bodies influence magic. A few minor tweaks to my thermometer should enable it to take measurements from objects in the sky. I should remember to carry some paper and scribing tools with me so I can take notes. Measuring the same body or quadrant of the sky more than once a day will not give me new insights. I need to study them over time to measure changes in their aura influence.
The notes I gather should come in handy for theory crafting. Okay. Okay. Du hörst dich so, als ob du dich auskennen würdest? Überhaupt nicht. Was habe ich hier, was kann ich jetzt mit meinem Thermometer machen? Ganz ehrlich, ich habe den irgendwann einfach abgeschalten, also ich konnte es nicht sagen. Da, guck mal, da ist auch der Mond. Okay. Ich habe etwas Neues gelernt. Das ist gern. Keine Ahnung. Aber ich habe was Neues gelernt. Hm. Glückwunsch. Danke. Yay. Oh, ich hab was Neues gelernt. Ich habe Licht ausgemacht. Das war nicht das, was ich gelernt habe im Grünen. Das habe ich ja schon vor ein paar Jahren gelernt. Ich habe wieder was Neues gelernt. Man sieht halt mit der Scheiße leider nichts. Meine Musik ist einfach ausgegangen. Na. Ist hier noch irgendwas, was ich irgendwie lernen kann? Nee. Habe ich da drüben noch was? Hm. Nothing can be learned. Yeah, ich habe was Neues gelernt. Wieder was Neues gelernt. Ich lerne so viel. Hey. Ja, das ist gerade super spannend bei mir. Ich renne durch die Gegend und die ganze Matze. Brumm, brumm, brumm. Oder? Ding. Ich hab was Neues gelernt. Ich hab was Neues. Ja, wir müssen schlafen. Ich muss mir echt ein Bett in den Keller stellen. Hast du das nicht beim letzten Mal auch schon gesagt? Na, da habe ich mal ein Bett zum Viren, wo falsch rein. Da habe ich mal ein Bett zum zur Kofiwa Village, die ich irgendwo nochmal bauen werde. Ach so, stimmt. Rein kann. Was heißt rein kann? Daneben kann. Und nicht in den Keller, ich muss mal unbedingt in den Keller ran. Ich habe was Neues gelernt. Nur da unten arbeiten bin. Ich habe was Neues gelernt. Ich glaube, die Plotten sind ein bisschen hängen. Ja, die Plotten sind hängen. Hühnchen! Okay, die Plotten geht weiter. Ich kann von dem Hühnchen aber nichts lernen. Kühe! Nein, warum sind jetzt die Viecher da unten? Ihr seid solche Pfosten manchmal, echt. Das weiß ich, aber ich bin gerne Pfosten. Mann, jetzt lerne ich nichts mehr Neues. Oh Mann, und ich hab mich schon so gefreut auf. Ich hab was Neues gelernt. Ich hab was Neues gelernt. Yeah, darauf hab ich gewartet. Keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe.